Der Bericht, von dem er hier erzählt, also grundsätzlich handelt es sich ja hier um ein nächtliches Gebet. Es ist ein nächtliches, freiwilliges Gebet. Es ist keine Pflichthandlung, über die er hier spricht. Denn in den Pflichthandlungen ist es nicht tradiert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam so lange gebetet hat. Zumal er davon dafür andere kritisiert hat. Ja, es wird überliefert in einem Hadith, der in den Sahihain berichtet ist, dass ein Mann ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, beschwerte sich über den Imam, der das Fajr zu lang betet. Kann man sich das vorstellen? Ja, kann man sich über ein Gebet beschweren? Wie ist das akzeptabel? Also ich meine einfach, die Frage ist, ob sowas angebracht ist. Jedenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn dafür nicht gerügt. Für diese Beschwerde. Also er hat nicht gesagt, wie beschwerst du dich über ein Gebet? Beschwerst du dich über darüber, dass du den Koran hörst? Hat er nicht gemacht. Er hat im Gegenteil hat er den Imam gerügt. Nicht nur das. Der Rawi des Hadith in den Sahihain sagt, ich habe ihn nie zorniger gesehen als an diesem Tag. Er war erzürnt über den Imam und er sagte, Minkum Munaffirun, unter euch gibt es solche, die Munaffirun sind. Was heißt Munaffirun? Die Menschen abschrecken. Die schrecken durch ihr Verhalten, durch die Art und Weise, wie sie kommunizieren, durch ihren Auftritt, wie sie auftreten, schrecken sie Leute ab. Und dann muss man bedenken, dieser Mann, zu dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat, hat eine Ibadah gemacht. Der Prophet, du machst eine Ibadah, du betest das, die vortrefflichste Handlung, die es gibt, das Gebet. Die vortrefflichste körperliche Handlung, die man machen kann. Die größte Ibadah, die größte Pflicht, Ibadah, die man macht nach den Shahadatain, ist das Gebet. Also du machst kein, du redest keine, du sprichst nicht unschöne Worte, du benutzt keine vulgäre Sprache, du tust niemandem weh. Aber er sagt, inna minkum munaffirin. Unter euch gibt es Leute, die Menschen vertreiben. Tanfir bedeutet vertreiben. Dann gibt es auch das Wort Tanfir al-Sayd. Yahrumu Tanfir al-Sayd. In Büchern des Fiqh sagt man, für den Muhrim ist es verboten, den Sayd, also wildes Fangtier oder Jagdtiere zu verscheuchen. Verscheuchen, also nicht jagen, sondern nur auch das Verscheuchen. Er soll sie in Frieden lassen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wenn ihr mit den Leuten betet, wenn jemand also für die Leute vorbetet, also diese Pflichtgebete, فَلْيُخَفِّفْ, dann soll er kurz, sein Gebet kurz halten. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ. Denn hinter ihm beten Leute mit. Hier kommt auch wieder dieser Aspekt, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit beachtet und Achtung schenkt, die Lage der Menschen. Beachte, hab also in deinem Hinterkopf, wenn du etwas tust oder machst, solltest du auch der Situation und den verschiedenen Umständen der Menschen, die solltest du mitberechnen. Deswegen sagt er, also er sagt, hinter dir betet nicht nur jemand, der wie du ist. Denk nicht, alle Menschen sind wie du. Er sagte, hinter dir betet der Alte, der Schwache, der kleine Kinder, die Kranken. Und die yani an ihren Alltag gebunden sind. Yani Leute, die Bedürfnisse haben, bei denen es drängt. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, yani, den man beachten muss. Nicht immer, wenn du meinst, Gutes zu tun, machst du Gutes.
Und nicht jede gute Handlung ist zu jeder Zeit eine gute Handlung. Und die Art und Weise, wie du eine vermeintlich gute Handlung ausführst, ist auch mit in Rechnung zu ziehen. Jedenfalls, er sagt hier, also er hat hier das Nachtgebet gebetet. Und das ist das freiwillige Gebet. Also jemand, der sich anschließen will, kann sich anschließen. Wer nicht will, der kann gehen. Es zwingt ihn nichts dazu. Deswegen darf man in derartigen Gebeten, ja, kannst du so lange beten, wie du möchtest.